So, da bin ich wieder. Ja, alles in Ordnung. Es geht weiter und damit auch nochmal ein herzliches Willkommen im nächsten Part von Tomb Raider. Und jetzt werde ich das Huhn bekommen. Aber immer wenn ich den Bogen zücke, ist es weg. Das Huhn, das weiß das doch. Das Huhn weiß es einfach. Oder weiß es das doch nicht? Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Komm, ich hatte es. Ich hab's doch. Ich hab's doch erledigt. Da ist das Hühnchen. Ja. Aber Alara hat auch Hunger. Das müssen wir ja einfach mal gewähren, dass sie mal was zu essen hat. So, wir haben jetzt hier eine Kletterausrüstung. Da ist noch ein Hühnchen. Direkt vor meiner Nase. Das ist so schnell. So, tschüss. Ja. Da kann ich zielen, so viel ich will. Die kriege ich einfach nicht, die Biester. Ich soll an der Wand hoch. Das machen wir mal. Das können wir nämlich jetzt auch. Ich komme da raus. So sieht es nämlich aus. Das wollte ich nämlich im letzten Part auch schon machen. Das war so Gewohnheit. Wenn man das ganze Spiel über kann, dann ist es immer so komisch, wenn man es gerade nicht kann und diese Wände sieht. Wenn diese Wände nämlich so aussehen wie jetzt, dann kann man immer klettern. Hast du gut gemacht, Lara. Ganz toll. Und jetzt würde ich auch ganz gerne eigentlich nochmal zu diesem Grab. Auch dieses Ding können wir natürlich upgraden. Sprung zur Seite. Und das ist sehr gewagt, aber natürlich kann sie das. Sonst wäre sie ja nicht Lara Croft. So. Genau. Hier ist das Grab. Und da würde ich jetzt gerne mal hin. Auch Lara will ja wissen, was hier los ist. Wo wir sind, was gibt's an Geheimnissen zu entdecken. Und die möchte ich mit euch zusammen nochmal erforschen. Oh, das ist ja schön. Dann brennen die doch einfach an, die armen Leichen. Die haben auch Ruhe verdient. Aber naja. Lieber so als Forschungsmaterial stehen lassen. Ich laufe im Kreis. Will da weiter, oder? Komme ich da jetzt her? Ich laufe im Kreis, ne? Oder komme ich da nicht her? Nee, hier war ich nicht. Hier ist das Grab. Grab des der Unwürdigen. Gott sei Dank hat du auf mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Ja, Fähigkeiten. Haben wir wieder einen Fähigkeitenpunkt Jäger-Upgrades. Was können wir denn dann machen? Munitionskapazität. Setzen Sie Beutel und Taschen effektiv ein, können Sie mehr Munition transportieren. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wie gesagt, wir müssen sowieso nach und nach alles machen. Erhöht die Gesamtmunitionsmenge, die Sie für Ihre Waffen mitführen können. Das ist doch schön. Dann können wir das jetzt. Jetzt können wir das. So. Gibt es auch was bei Ausrüstung, was wir jetzt machen könnten? Wieder? Können wir unseren Bogen weiter verbessern? Nee. Können wir hier etwas machen? Dafür haben wir auch nicht genug Punkte. Hier auch nicht. Ah, Jäger-Outfit. Ach ja, das ist auch wieder so ein kleines DLC, würde ich meinen, von der Game of the Year Edition. Das konnte ich nämlich bei der PS3-Version nicht. Wir könnten sie jetzt umziehen. Jäger-Outfit. Dieses Outfit tarnt Lara mit einer dicken Dreckschicht wie in einem Actionfilm. Dieses Outfit verwandelt Lara in eine klassische Abenteuer der 1930er Jahre, einschließlich Bomberjacke. In diesem Outfit sieht Lara aus wie eine Dschungelkämpferin.
Bergsteigerin. Das Bergsteigerin-Outfit besteht aus einer gefütterten Weste, Kletterhaken und Klettergeschirr eines erfahrenen Bergsteigers. Ingenieurin Rüstelhaare mit dem Ingenieur-Outfit aus, das sich aus einem Overall mit Werkzeuggürtel besteht. Meisterschützen mit dem Meisterschützenoutfit trägt Lara einen Bogenschützen-Wettkampfanzug mit hohen Stiefeln und Unterarm. Bla bla, ich weiß nicht, was ist denn mal ganz gut? Nehmen wir mal das Jäger-Outfit. Ich will nur mal echt wissen, wie sie dann aussieht. Ich kenne die alle nicht. Sieht sie jetzt anders aus? Hat sie nicht genau dasselbe an wie vorher? Oder haben wir das jetzt nur freigeschaltet? Oder wie? Hm? Bin ich jetzt gerade so ein bisschen überfragt? Pilotenoutfit, nehmen wir mal das. Trage ich das jetzt? Tatsächlich, sie zieht sich wirklich um. Ich habe das nur vorher nicht gesehen. Ja, okay, wir können jetzt Lara, lustig wie wir sind, die ganze Zeit umziehen. Ja, ich weiß auch nicht, welches nimmt man denn da am besten mal? Ich bin eine Frau, ne? Ich muss jetzt erstmal überlegen, was wir anziehen. Das ist sowieso total wichtig jetzt. Es geht nicht ums Überleben oder Gräber oder sonst irgendwas. Es geht darum jetzt. Aber wir sind ja gerade am Bergsteigen. Vielleicht würde das am besten passen. Warum nicht? Wir belassen es mal erstmal dabei. Wir können uns ja jetzt immer wieder umziehen. So sieht Lara aus als Bergsteigerin. Ich glaube, sie freut sich gerade über eine warme Weste. Sieht ein bisschen regendichter wenigstens aus. Und dann gehen wir mal weiter hier. Vergoldete Figuren. Nina der Sonnenkönigin. Opfer, Mord. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. Tja, ich weiß noch nicht, wozu das gut ist, was ich hier mache. Na, jetzt bin ich auch noch hier gefangen. Ich kessel mich hier selber ein. Ich muss irgendwie wohin kommen im richtigen Augenblick anscheinend, wenn ich hier rumhüpfe, aber gucken wir mal. Gucken wir mal, wie das Ganze hier funktioniert. Könnte ich da nicht auch einfach draufspringen und rüber schnell? So, ist man schnell drüben. So. Die sind da jetzt auch unten. Dann habe ich nämlich ein paar Gewichte. Vielleicht brauche ich die irgendwie. Feuer habe ich auch. Könnte ich die Dinger hier anzünden? Wäre doch schon mal was. Ja, zünde die an. Alle. Nee? Okay. Ist auf jeden Fall cool, dass wir die Outfits jetzt ändern können. Macht irgendwie Spaß. Und ich habe hier diese Gewichte. Vielleicht eher auf den hier runter. Und da die Gewichte drauf. Bringt das was? Kann ich die irgendwie nehmen? Diese Säcke hier? Nee, irgendwie nicht. Was kann ich dann machen? Ich meine... Hm? Jetzt hängt er da. Aber ist doch genauso wie vorher jetzt, oder? Hm. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es irgendwie was mit Gewichten zu tun hat, aber ich weiß auch gerade nicht.
Man müsste da halt überhaupt mal welche reinkriegen, ne? Ja, jetzt zündet sie die auch an, gerade eben nicht. Ja, dann mach den doch auf. Du machst doch sowieso alle gerade. Jetzt macht sie es wieder nicht. Da wieder schon. Ich muss irgendwie im richtigen Winkel stehen. So, jetzt aber alle. Jetzt hast du alle. Ah, jetzt sind sie auch leichter. Ja, das ist ja schön. Aber jetzt sind wir auch nicht weiter als vorher. Aha, der geht jetzt nicht mehr runter. Nicht wirklich. Wo komme ich dann hin? Ach, an die Kletterwand. Alles klar, da waren wir vorher nämlich nicht. Nein! Schön dran festhalten. Wir haben ja auch unser originelles Kletteroutfit an. Damit klettern wir umso besser jetzt. Ist ja klar. Ich will aber noch nicht zurück. Ich will natürlich einen Schatz. Das könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. Eine echte Grabräuberin. Cool. Grabbesuch. Und einen Fähigkeitspunkt haben wir dadurch bekommen. Und können jetzt noch schneller wieder zurück. Ich hoffe, ich habe alles. Mhm. Es wird auch direkt hier angezeigt. Okay. Gut. Dann setze ich da nochmal ran. Und dann benutzen wir den auch nochmal. Ja, es ist natürlich, hier müssen wir immer mal, ne? So ein Kram hier machen, aber ist halt so. Gewichtheber. Ihre erhöhte Stärke ermöglicht Ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Nee, das wollen wir nicht. Können wir auch gar nicht. Was können wir denn hier machen? Plündern Sie Tierkadaver und so weiter. Das machen wir. Super. Sammeln Sie Bergungsgut beim Plündern von Tierkadavern. Das können wir jetzt. Kann ich jetzt, Kandara. Ganz toll. Wir behalten unser Bergsteiger-Outfit noch weiter an. Und laufen wieder zurück. Denn das Grab ist ja jetzt geplündert. Jetzt können wir auch mit der Hauptquest weitermachen. Ich glaube, würdet ihr das Spiel spielen, würdet ihr doch auch die Gräber und das alles mitnehmen, oder? Ich finde, das Spiel macht es umso schöner, dass man auch so Nebensachen machen kann. Drücken Sie Select, um Belohnungsorte und so weiter anzugucken. Ach, und hier sehen wir auch die Fragezeichen, wo wir noch irgendwie was erledigen können oder sowas. Keine Ahnung. Naja. Tada, raus aus dem Grab. Bei der Höhle will ich ja jetzt eigentlich nicht rein. Will man eher hier rumklettern. Hätten wir auch da vorne machen können, sehe ich gerade, aber ist ja egal. Ist egal. Wir sollen ja auch den Wasserfall hoch. Hoch mit dir. So, mit tun, dann machen wir das auch. Oh oh. Wieder Feinde. Nichts! Hier oben ist niemand! So weit rauf schafft's niemand! Sollen wir zum Bunker zurückgehen? Nein, wir warten den Sturm ab! Alles klar! Wachsam bleiben! Gehen wir rein!
glaube, es ist besser, die Leute reden zu lassen, aber jetzt hätte ich ihn natürlich killen können. Ist das eine gute Idee? Wir haben Zeit. Warum nicht entspannen? Später kriegen wir bestimmt wieder Brackdienst. Boah, da sind zwei. Ich kümmere mich mal lieber um die hier. Ja, der Scheiße. Funktioniert doch, oder? Vermutlich. Ich weiß gerade nicht, was ich am klügsten mache. Ich habe Angst, dass die zwei mich sehen. Ich versuche es mal. Glaubst du, er hat Verbindung zur Außenwelt? Scheiße! Ah, Scheiße! Hier rüber! Scheiße! Ich geh da nicht raus! Manu, ich kann mich nicht wehren gegen ihn im Nahkampf. Das ist so dumm. Ja, super. Jetzt hangelt sie da rum. Echt, Mädel, was machst du da? Ja. Also, stirb. Komm, stirb irgendwie. Kannst du nicht sterben? Nein, so kann sie natürlich nicht. Ey, wie dumm. Ich will sterben. Ich will das alles nochmal machen. Oh, es ist unglaublich. Ich wollte jetzt mich mit Absicht hier runterschmeißen. Oh, tut mir leid, Leute. Echt, es wäre viel schneller jetzt gegangen, hätte das geklappt. Bescheuert, ganz ehrlich. Aber gut, ich habe noch was entdeckt hier. So ein Geocache-Dingsbums. Aber jetzt wissen die da oben noch, dass ich lebe und dass ich da bin. Und Manu, wie scheiße ist das alles? Das ist einfach nur blöde. Ganz ehrlich. Und ich stürze mich hier mit Absicht in den Tod und es funktioniert nicht mal. Toll, den ganzen Weg wieder nach oben klettern. Leute, ich habe noch gesagt vorher, soll ich nach links, nach rechts? Ich hätte ihn einfach gleich töten sollen. Aber ich fand's so, trotzdem finde ich das so unlogisch. Ich meine, wenn ich ihn direkt im Gespräch mit den anderen töte, wissen die doch gleich, dass mit ihm irgendwas ist. Oder hätte ich es trotzdem machen sollen? So ging er aber jetzt rein. War also auch unklug. Ich überlege halt gerade, wie ich es hätte besser machen können. Und hätte ich die auf der linken Seite genommen, das wären zwei gewesen, wäre auch blöd. Dann doch lieber sich den einen erstmal vorknüpfen, denke ich mir. Und falls ihr euch nochmal in den Tod stürzen wollt mit Lara in Tomb Raider aus dem Jahr 2013, funktioniert nicht. Wo sind die jetzt? Ach was, steht da jetzt? Hä? Und der andere? Kapier ich nicht. Hä, die wussten doch jetzt, dass ich hier bin. Das war jetzt noch einfacher wie vorher. Naja. Es muss auch mal eine Belohnung geben, ne? Für den Blödsinn. Naja, nicht eine Belohnung. Sagen wir eher sowas wie ein was Positives auch mal. Dafür, dass ich hier das so verkackt habe. Wo ist denn jetzt der andere? Komisch. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar: Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel.
Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Ja. Der Botschafter hat ein Geheimnis gelüftet. Okay. Und wir haben es entdeckt. Genau, sammeln mal die Pfeile mit ein. Ich weiß nicht, wo die dritte Leiche liegt. Die eigentlich hier ja sein müsste, aber sie ist irgendwie nicht da. Ist hier was im Wasserfall? Ja, hier ist es schlecht gelaufen an der Stelle. Wo gehe ich jetzt lang? Ah, da vorne ist noch so ein Dingsbums. Kann ich mir hier Feuer nehmen? Ich brauche Feuer, Leute, für das Teil. Ich habe aber kein Feuer. Ich kann mir hier nirgendwo Feuer nehmen. Wo kann ich denn jetzt mal hin? Ah. Und noch mehr Feuer. Das ich nicht habe, brauche ich hier. Menno! Oh nein! Okay, sie kann im Wasser nicht springen. Das ist natürlich nicht schön. Ja, komm. Hoch mit dir. Ohne Feuer kann ich den ganzen Kram nicht benutzen. Und eigentlich mache ich hier gerade voll die Überlänge, merke ich gerade. Nein! Okay, an dieser Stelle geht's im nächsten Part weiter von Tomb Raider. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann!